In diesem Video zeige ich euch, wie man sich einen Spezialschraubenzieher selbst herstellen kann. Also ein Spezialschraubenzieher ist zum Beispiel jede Art von Schraubenzieher, die sich von den normalen Formen, also Plus- und Minus-Schraubenziehern, abweichen. Das Ganze werde ich jetzt an so einem Spielemodul demonstrieren, denn diese haben so eine dreigezackte Schraube drinnen und dafür werden wir jetzt einen Schraubenzieher selbst machen, der das aufschrauben kann. Wir brauchen dafür einen Kugelschreiber, der muss aus Plastik sein, und ein Feuerzeug. Als erstes nehmen wir den Kugelschreiber, schrauben ihn auf und befreien ihn von dem ganzen Innenleben der Mine und der Feder und allem. Wir brauchen nur diesen Teil. Ja, jetzt werden wir mit dem Feuerzeug die Spitze des Kugelschreibers leicht erhitzen und ihn dadurch zum Schmelzen zu bringen. Da halten wir die Spitze leicht über die Flamme. Und es ist wichtig, dass die Spitze nicht brennt, sondern nur weich wird. Deswegen nur über die Flamme halten und nicht hinein. Und wenn man sieht, dass es langsam zum Weichwerden beginnt, ja, das durfte jetzt nicht passieren, aber das ist nicht so schlimm. Und dann, wenn man meint, das ist gut, steckt man den einfach hier auf die Schraube drauf, das Geschmolzene. Das wird dann fest. Jetzt muss man nur noch warten, bis es kalt geworden ist. Wenn das Ganze dann ausgehärtet ist, kann man dann vorsichtig versuchen, die Schraube rauszudrehen. Ja, jetzt kann man sie schon mit der Hand rausholen. Und man hat es geschafft. Man hat einen eigenen Sonderschraubenzieher hergestellt. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Trick helfen.